Ja, guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Also dieser Christian Lindner, der kommt mir gerade recht. Dieser Feinripp Lindner hat doch tatsächlich behauptet, ich hätte das falsche Amt abgegeben. Dabei habe ich genau das richtige Amt behalten. Wer hat denn in Deutschland die Richtlinien, Kompetenz und damit das letzte Wort? Ja, natürlich die Kanzlerin und das sogar fast noch 3 Jahre lang. Also 3 Jahre können sich ganz schön in die Länge ziehen. Besonders wenn man weit unter mir Minister in Wartestellung sein darf. Geht natürlich jetzt direkt an die Adresse von Friedrich Merz, diesem langen Elend, diesem Möchtegern Machiavelli. Den habe ich ja schon 3-mal über die Klinge springen lassen. Offensichtlich hat er immer noch nicht genug. Dabei weiß er doch, wie weh das tut, von Mutti in seine selbstgegrabene Grube gestoßen zu werden. Aber ansonsten war natürlich der Parteitag in Hamburg ein Glückstag für mich. Meine Lieblingsparteifreundin, die Annegret, hat das Rennen gemacht. Das ist ja jetzt im Grunde so, als hätte ich mein Amt niemals abgegeben. Das hat ja fast schon dynastische Züge. Mein politischer Schlussspurt wird sich jedenfalls sehen lassen können. Da gebe ich Ihnen eine 3-Jahres-Garantie drauf. Ich sage ja immer, es ist das Ende erstmal anvisiert. Kannst du es treiben, völlig ungeniert. Außerdem muss ich mich jetzt intensivst um die SPD kümmern. Denn solange die SPD noch zuckt, ist mein Werk noch nicht vollbracht. Also jeder Tropfen Restblut in den Adern ihres Parteikörpers lässt bei der SPD doch viel zu viel Hoffnung auf ein baldiges Wiedererstarken. Deshalb lautet meine Devise: saugen, bis nur noch heiße Luft kommt. Ja, viele denken ja, ich sei eine heimliche SPD-Sympathisantin, eine heimliche Sozialdemokratin, aber das war und ist natürlich einer meiner perfidesten Tricks. Denn dadurch fühlen sich diese rührend naiven Sozis an meiner Seite so sicher, dass sie mir ihre Hälse quasi freiwillig entgegenstrecken und ich nur noch zubeißen muss. Und wenn sich meine spitzen Fangzähne in ihr Fleisch bohren, dann jauchzen sie sogar noch. Fühlen sich bestätigt und geehrt. Also, bis zum Ende der Legislaturperiode werde ich den Rest von ihrem Lebenssaft ausgesaugt haben. Und dann ist aber auch gut. Dann habe ich alles erreicht, was man erreichen kann. Eine Annegret ist dann Kanzlerin einer schwarz-grünen Koalition. Und ich koche einmal in der Woche meinem Joachim meine berühmte pommersche Kartoffelsuppe. Und abends sitzen wir dann eng aneinander gekuschelt in unserer Datsche in Hohenwalde und schauen Filme mit meinem Lieblingsschauspieler Robert Redford an. So lange, bis bei meinem Joachim der Testosteronspiegel genügend gestiegen ist. Und dann, der Rest ist Schweigen.